Im letzten Spiel gehörst du schon sicher zu den Aktivposten der Mannschaft, hast du gezählt. Eigentlich sind fast alle Angriffe über dich gelaufen. Wie hast du das selber erlebt? Ja, also ich glaube allgemein zum Spiel, dass wir die erste Halbzeit verschlafen haben. Also sind wir nicht ins Spiel reingekommen. Haben dann zweite Halbzeit besser ins Spiel gefunden und haben dann auch Chancen kreiert. Es ist sehr viel über meine Seiten gegangen. Es taugt mir auch, dass ich viel eingebunden werde. Ich merke, dass es für mich persönlich auch immer besser geht, auch mit der Luft und insgesamt. Und natürlich will ich auch der Mannschaft helfen und auch offensive Akzente setzen. Wie siehst du im bisherigen Saisonverlauf aus deiner Perspektive, also für dich persönlich? Ja, also gerade für mich war am Anfang sehr schwierig, weil ich doch so lange verletzt war. Fast in drei Saisonen ganz wenig Spiele gehabt. Ich glaube insgesamt fast nur 6 Partien. Natürlich ist es dann ein bisschen schwierig zum reinzukommen. Und ich glaube im Laufe der Saison auch jetzt die Spielweise, wo die Außenverteidiger offensivere Positionen machen als wie normal, kommt mir zugute und komme ich auch besser nach vorne. Bei wie viel Prozent, glaubst du, bist du jetzt? Ja, es ist schwierig zu sagen. Sicher nur Leistungssteigerung drinnen. Ich erwarte selber von mir, auch der Trainer erwartet von mir noch mehr. Und ich werde weiter hart daran arbeiten. Und im Verlauf der Saison bin ich sicher 100%. Wie geht es mit der Situation um? Du bist zum Aufstiegskandidaten gekommen. Ja. Und aktuell ist das Mittelfeld höchster Gefühle, was wir erreichen? Ja, es ist natürlich für uns alle nicht zufriedenstellend. Keiner hat sich das so vorgestellt, aber es ist einmal die Situation so. Wir sind trotzdem als Mannschaft zusammengewachsen. Wir sind jetzt da wirklich eine richtige Einheit. Und ich glaube, wir sind auf einem richtigen Weg. Es ist halt leider so, dass oft die Kritik entweder in die eine Richtung zu positiv ist und dann in die andere Richtung wieder zu negativ. Ich glaube, man sollte wirklich jetzt einmal einen Mittelweg finden und nicht, wenn man jetzt 2 Spiele gewinnt, wieder nach oben schauen. Das Wichtigste ist, dass wir wieder zu unserer alten Stärke zurückfinden und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Was können wir zu den letzten paar Spielen noch im Herbst noch erwarten? Ja, wie gesagt, wir haben sehr viele Einheiten jetzt in der Taktik trainiert. Wir wollen vor allem schauen, dass wir die Spieleröffnung besser gestalten und viel ruhiger sind im letzten Pass. Ich glaube, das hat uns auch gegen Horn und gegen Blau-Weiß phasenweise viel gefällt, wo wir einfach zu hektisch waren beim letzten Ball. Und ich glaube, da gilt es jetzt den Hebel anzusetzen, dass wir einfach auch ruhiger im Spiel werden. Gut, dann sage ich danke und noch alles Gute für die letzten 3 Partien, glaube ich, sind es. Ja, 3.